Seit gestern also in Köln. Raus aus dem Bus, rein in die Trainingsklamotten, Vorbild sein. Enge Ballführung, die eine oder andere pfiffige Finte einstreuen, morgen gegen Frankreich. Vor dem Spiel ist nach dem 0:0 von London die deutsche Mannschaft immer noch schwer beeindruckt von diesen überaus frischen Eindrücken. Nach dem 0:0 mit Speed und Boot über die Themse, sie trotzten angstfrei Wind und Wetter, ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, sehr überraschend. Ich denke, wir hatten alle Spaß dabei. Ja, da wusste ich gar nicht, dass man dann so schnell dort fahren darf in London. Ja, es hat unheimlichen Spaß gemacht und nur empfehlenswert. Die Idee, sich einfach mal durchrütteln zu lassen. Es war schon kalt, ähnlich wie jetzt hier. Aber es war auf jeden Fall mal was anderes als Fußball. Nun aber der Alltag, wenn auch ein besonderer. Der Test morgen gegen Frankreich, für Julian Draxler, beruflich in Paris bei PSG tätig, ein immens wichtiges Spiel. Im Endeffekt hängt es davon ab, wie meine weitere Woche verläuft. Wenn wir verlieren, dann kann ich mir sicherlich einiges anhören in der Kabine. Und wenn wir gewinnen, dann kann ich natürlich auch mal einen oder anderen Spruch rausholen. Weniger Sprüche, es gilt gegen Frankreich eher einen Plan zu vermitteln und darüber hinaus die Bilanz zu wahren. Denn in 2017 ist die Mannschaft noch ohne Niederlage.